Gott. Also für die habe ich gerade ein Sub geschenkt bekommen und für die. Ach du Scheiße. Life is fucking great. I mean, that's the perfect time to go get milk. You know? Warum reden wir von Milch, Mann? What the fuck? Ey, es tut mir so unfassbar leid, ne? Aber zu sagen, wir wollen eine Gilde aufbauen, die sich untereinander hilft und sich lieben und... Junge, geht mit denen einmal zu Classic, BWL und lass die mal alle zusammen auf DFT rollen. Den haben wir. Nix. Den haben wir. Nee, oh, 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 oh. Oh! Aber das ist das nicht, oder? Das ist das nicht, oder? Bro! What the fuck? Da ist das Ding! Junge, dafür habe ich 3 Stunden gefarmt. Was bist du für ein Knecko? Es steht eine Lich King-Statue und die kostete 1999 Euro. Also 2000 Euro. Coco war 2-mal in meinem Zimmer drin. Einmal da, wo ihr das Video gesehen habt und ungefähr einen Monat später nochmal. Aber bei diesem Monat, wo sie reinkam, hatte Coco eine Mission. Sie ist ins Zimmer reingekommen, aufs Regal gesprungen und hat dem Lich King den Finger abgebissen. Falls ihr es seht, der Zeigefinger fehlt. Diese Hurensohn-Katze, ne? Ich schwöre dir, ich habe überlegt, Tierheim zu schicken. Sofort. Wie heißt die Waffe denn? Die heißt doch Shadowman. Wie heißt diese beschissene Waffe? Die heißt safe nicht Bernd oder sowas. Englisch. Shadowman. Shadowmorn. Morn. Safe nicht heißt das Shadowmorn. Shadowmorn. Ich bin halt so ein kleiner Schwitzer und gerade was WoW angeht... Ist ein Schwitzer. Ist das dann doch nochmal ganz anders, wie zum Beispiel bei denen? Ich meine, das sind ja legit alles Casuals. Ich meine, guck dich doch mal an, wer da ist. So, in diesem Geschwader, Rudi Völler, Casual. Kimo, Casual. Pommes Panzer. Junge, 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 ist das geil. Gut. Ich liebe es und habe es geliebt, New World zu spielen, Lost Ark zu spielen, Hogwarts Legacy zu spielen, Guild Wars zu spielen. Ich liebe das. Aber wir wissen alle, WoW ist wie diese fette Freundin aus der WhatsApp-Gruppe ohne Würgereiz, ja? Wenn du irgendwie Single bist und du bist traurig, kommst du immer zu WoW zurück. Es ist einfach so. Und alle wissen das hier im Chat. Fucking everybody knows it. Oh. Hallo? War so ein kurzer Call. Ist es eigentlich, war das das Normale, dass man in Bayern Popel isst? Ich meine, jeder wie er will. Retail ist besser als WOTLK. Guck mal, ich habe den Post gemacht auf Twitter und ich sage euch das gerne nochmal heute on stream. Bro, es gibt Classic Era, wo Leute auf Level 60 aktiv raiden gehen. Das gibt es. Es gibt Classic Hardcore. Es gibt WOTLK Classic. Wer bei diesen ganzen Optionen sich immer noch dafür entscheidet, mainly Retail zu spielen, der ist behindert. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich lieber, also ich kann nur für mich sprechen. Ja, ich kann wirklich nur für mich sprechen. Aber ich bin lieber im Stream bei jemandem, der so ist wie ich, als bei jemandem, der probiert, 2023 gerecht zu werden. Ich bin lieber bei irgendeinem Asozialen wie mir in dem Chat, als bei jemandem, der so geisteskrank politisch korrekt sein möchte, dass er sagt, Entschuldigung, Triggerwarnung. Ich esse mein Müsli mit veganer Milch, ja, mit Mandelmilch. Ich wusste, Papa Platte, der liebe Kevin, wird niemals in seinem Leben WoW spielen. Aber ich war mir sicher, wenn der mal WoW spielt, sagt er mir Bescheid. Schwöre auf meine Mutter. Ich weiß nicht warum, aber kennt ihr das, wenn ihr so ein Gefühl im Bauch habt? Bro, ich dachte mir einmal im Leben, wenn der WoW spielt, schreibt er mir bei Twitter oder so und sagt so, Bro, hast du Bock mit rein zu joinen? Hat er nicht gemacht. Ich sag ehrlich, Bro, Bitches kommen, Bitches gehen, aber die Erfolge in World of Warcraft, die bleiben für immer. Bleib dran, Mitoshi. Ja, kommt drauf an, ne? Außer man schafft's bei Klassiker 10 nur bis Level 8. Ey, Spaß. Kevin, ich liebe dich, ne? War geil, dass du mal WoW gespielt hast für 13 Sekunden. Okay.